Sie, dass wir dieses wunderschöne Lied jetzt ausblenden, haben Sie Verständnis, dass die Musik heute nicht im Mittelpunkt steht, sondern eben die Gewinner und Gewinnerinnen. Gerade in dem Fall sind wir jetzt wirklich sehr glücklich und sehr froh, dass wir es geschafft haben, die drei Herren hier nochmal zu vereinen, die eben ausgezeichnet wurden zusammen mit dem Silbernen Bären für das beste Drehbuch für ihren Film Piranhas, der im Ostitalien kommt. Und es ist großartig, dass alle drei hier sind. Das ist zum einen auch der Regisseur dieses Films, der also den Roman eben mitbearbeitet hat. Das ist Claudio Giovannesi. Wir haben Maurizio Brauci, der ein Buch mitgearbeitet hat, und wir haben einen weltberühmten Autor hier bei uns, und Sie wissen wahrscheinlich, dass es für ihn keineswegs selbstverständlich ist, in der Öffentlichkeit zu erscheinen, weil er immer noch unter Polizeischutz steht. Ein Mann, der sehr mutig Mafia-Verbrechen aufklärt. Von ihm stammt auch der Roman, und er hat in einem Drehbuch mitgearbeitet, nämlich Roberto Saviano. Mille grazie. Silberner Bär für das beste Drehbuch dieser Berlinale. Und ich würde, Claudio hat uns ja besucht mit seinem tollen Hauptdarsteller. Das ist ja eine Geschichte von Kindern eben in Neapel, die die Macht übernehmen, die also sozusagen eine alte Generation von Mafiosi ablösen und eben als neue Generation antreten als Kinder. Sie waren bei uns, als Sie den Film vorgestellt haben, als Regisseur. Jetzt sind Sie auch als Drehbuchautor ausgezeichnet worden. Was bedeutet Ihnen jetzt der Silberne Bär, eben auch als Autor, der an diesem Drehbuch mitgearbeitet hat? Ma sì, siamo usciti adesso da questa premiazione. Siamo felicissimi, è stato un percorso di scrittura molto lungo, è iniziato da Roberto che mi ha fatto questo regalo chiedendomi di dirigere il suo film, abbiamo iniziato a scrivere a New York, poi mi sono trasferito a Napoli e a Napoli Maurizio mi ha mostrato questa città con i suoi occhi, quindi è stato un lavoro di squadra molto molto intenso. Ja, wir kommen jetzt gerade von der Preisverleihung. Wir sind natürlich sehr, 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 sehr glücklich. Dieses Drehbuch zu schreiben war ein langer Prozess. Das hat angefangen mit dem Roman von Roberto, der mir das Geschenk gemacht hat, dass ich das Drehbuch schreiben durfte. Wir haben angefangen in New York, witzigerweise, zu schreiben. Und danach bin ich nach Napoli gezogen für eine Zeit. Und dann hat mir Maurizio mit seinen Augen die Stadt erklärt, wofür ich ihm sehr danke. Maurizio, dann gleich die Frage, Neapel ist ja auch ein wichtiger Spielort natürlich in diesem Film. Die Stadt spielt auch mit, also die engen Gassen, die Märkte, die Menschen dort. Also es war für euch auch ganz wichtig, neben dieser Geschichte eben der Mafia-Verbrechen und des Einstiegs dieser Kinder da rein, auch die Stadt mitzuerzählen, die Atmosphäre dort, die Situation der Menschen. Sì, Napoli è la capitale del Sud Italia. Lo era un secolo fa, moralmente lo ancora oggi. E quindi rappresenta tutte le problematiche e i talenti del Sud. Quindi raccontare Napoli è come raccontare quel pezzo del Sud dell'Europa, soprattutto per l'aspetto giovanile, che resta complesso, ma scandalosamente abbandonato a loro stesso. Io spero che questo film possa servire per cercare di aprire un dibattito sulla condizione giovanile al Sud, che è appunto tra disoccupazione, mancata scolarizzazione e mancanza di supporto istituzionale è appunto una condizione vergognosa. Molto spesso ci accusano di fare dei film che, come dire, mostrano degli aspetti oscuri. Non è colpa nostra, gli aspetti oscuri vanno affrontati con la democrazia e la politica. Ja, Neapel ist die Hauptstadt des Südens von Italien. Das war sie früher und moralisch gesehen ist sie das immer noch. Und so zeigt sie sowohl die Probleme von Italien, aber auch die unglaublichen Talente. Und deshalb war es mir sehr, sehr wichtig, diese Stadt zu erzählen. Denn ich glaube, wenn man die Stadt als solche erzählt, dann erzählt man eigentlich den ganzen Süden von Italien. Und natürlich, unser Augenmerk war auf die Situation von den jungen Menschen, die dort leben, die dort mit diesem Problem konfrontiert werden, die sich mit einer unglaublichen Hoffnungslosigkeit konfrontiert fühlen. Da gibt es Arbeitslosigkeit. Da gibt es keine institutionelle Unterstützung. Die sind sehr oft so, dass sie die Schule abbrechen. Und all das wollten wir zeigen. Leider wird uns oft vorgeworfen, dass wir sehr, sehr dunkle Filme über den Süden von Italien machen. Aber das ist nicht unsere Schuld. Wir zeichnen nur die Realität ab. Und da muss die Politik eingreifen. Roberto, jetzt beruht der Film eben auf Ihrem Roman. Also bei uns heißt der Clan der Kinder. Und in der Tat ist es sehr erschreckend zu sehen, in dem Film, auch im Roman zu lesen, dass es wirklich ganz junge Kinder sind. Es sind 14-, 15-Jährige, manchmal noch jünger. Warum orientieren Sie sich eben, das ist ja auch im Film zu sehen und auch im Roman klar, an diesen Verbrechern? Warum sind das die Vorbilder für Sie? Denn die kopieren ja ganz offensichtlich, so habe ich es empfunden, Muster, die Sie vorfinden in der Gesellschaft. Non ci sono alternative di crescita. E hanno i desideri di tutti i loro coetanei. Vogliono soldi, vogliono apparire fighi e vogliono mettere paura.
La pistola è come la loro lampada di Aladino, la strofinano, la usano per ottenere ciò che vogliono. E la questione, diciamo, più complicata da raccontare per noi è stata mostrare che non si tratta di mostri, ma di, anzi, ragazzini pieni di talento, e non riguarda solo Napoli, riguarda un'intera generazione, quella che si rende conto che i soldi o sono facili o non arriveranno mai. Tja, diese Jugendlichen haben keine Alternative. Das sind ganz normale Jugendliche, die haben die Wünsche, die alle anderen Jugendlichen auch haben. Die wollen einfach so sein wie die anderen. Die wollen Geld haben, die wollen cool sein und sie wollen auch irgendwie ein bisschen Angst machen, weil das eben dann cool ist. Und die Pistole ist für sie einfach nur ein Mittel dazu. Das sind keine Monster, sondern das sind einfach Jugendliche, die sich in einer Situation befinden, in der sie keine andere Chance sehen. Und das ist im Übrigen nicht nur ein Problem von Neapel. Das ist eine ganze Generation, die so herangezogen wurde, dass man ihnen erklärt, entweder kriegst du schnelles Geld oder du kriegst gar kein Geld. Wir sehen ja im Film auch, und das ist ja sehr anrührend, dass sie versuchen, anders zu sein als sozusagen die Vorväter, dass sie versuchen, sozial zu sein, eben keine Schutzgelder zu erpressen, beziehungsweise dann eben auch was zu tun für die Fußballmannschaft und so, also Trikots kaufen. Ist das auch eine reale Beobachtung? Also, dass da eigentlich so ein innerer Zwiespalt auch da ist bei diesen jungen Leuten, eben auch der Wunsch, eigentlich was Gutes zu tun, aber dafür eben schreckliche Mittel zu benutzen? Hanno l'illusione di fare del bene attraverso il male. Il bene del nostro protagonista è cercare di liberare il quartiere dal racket. E in realtà la questione vera è che nessun di loro coetanei, crede che ci si debba battere per il diritto, che esistono le istituzioni a cui rivolgersi, ma tutto te lo devi risolvere da solo. Ja, das ist natürlich eine Illusion, die da verfolgen, dass sie Gutes tun. Die wollen ja zum Beispiel ihr Viertel von diesen Schutzgelderpressungen befreien. Aber das schaffen sie natürlich nicht. Und zwar steckt dahinter, dass diese Kinder nicht mehr dran glauben, dass es Recht gibt. Die glauben nicht an die Hilfe von Institutionen, an die sie sich wenden können. Die glauben, dass sie alles irgendwie selbst lösen müssen. Und das können sie halt nicht. Das ist auch ein wichtiger Punkt im Film, weil es geschehen auch Morde. Es sind keine Kinderspiele, die erzählt werden. Aber es wird überhaupt niemals ermittelt. Also die Polizei kommt, glaube ich, fast nie ins Bild. Die spielt gar keine Rolle, obwohl da eben eigentlich Fälle sind, die ermittelt werden müssten und könnten. Un'istituzione. Questa forse è la Claudio, yeah? Che ci sono gli omicidi, ma non c'è mai una polizia che ci ma di risolvere. Ci sono dei luoghi in Italia, nel mondo, dove le istituzioni sono più lontane, dove ci sono dei figli senza padri. I padri sono i genitori e l'assenza dei padri non è solo l'assenza dei genitori, ma anche l'assenza delle istituzioni. E di conseguenza raccontiamo dei figli che si devono sostituire ai loro padri. Ja, ich glaube, es gibt viele Orte in Italien und auf der ganzen Welt, wo es einfach eine Realität gibt, wo es keine Institutionen gibt und wo auch die Väter fehlen. Da sind einfach die Väter im Gefängnis oder sind schon gestorben. Und dann müssen quasi die Kinder die Rolle übernehmen, dass sie selbst Eltern spielen. Und da sind sie natürlich überfordert. Was sind das für Kinder, die wir in diesem Film sehen? Wir hatten ja einen jetzt hier, Francesco di Napoli. Ich glaube, Francesco war sein Vorname. Ganz toll, finde ich, mit einer unheimlichen Kraft. Das sind ja unerfahrene Leute, das sind ja Kinder quasi. Also wie habt ihr mit denen gearbeitet? Die sind auf den Straßen gefunden worden? Ja, non attori, professionisti. Ma il lavoro sui ragazzi è stato prima di tutto alla ricerca del sentimento dell'amicizia e della fratellanza, che non doveva essere recitato, ma doveva esistere realmente. Quindi prima delle riprese il cast di questi 8 ragazzi scelti su 4.000 sono stati insieme e hanno sviluppato poi quel sentimento d'amicizia, di fratellanza che si vede nel film, che non è recitato, non è messo in scena, ma è reale e ancora esiste anche dopo le riprese. Ja, wir haben da vorher natürlich sehr, sehr, sehr intensiv mit den Kindern gearbeitet. Wir haben ein Casting von 4.000 Kindern gemacht und haben dann die Hauptdarsteller rausgesucht. Und was mir ganz, ganz wichtig war, ist, dass die ein ganz reelles Gefühl von Freundschaft und Brüderlichkeit vermitteln. Ich wollte nicht, dass die das spielen, ich wollte nicht, dass die schauspielen. Und deshalb haben wir vorher mit denen lange als Gruppe gearbeitet. Und die sind jetzt auch noch befreundet. Also das hat einfach funktioniert, das haben die nicht gespielt, das war dann tatsächlich so. Roberta, erlauben Sie noch eine Frage eben zu Ihrer jetzigen Situation. Wir haben ja alle mitbekommen, dass der derzeitige Innenminister in Italien den Personenschutz für Sie in Frage gestellt hat, gesagt, wir brauchen das jetzt gar nicht mehr. Also das heißt, wie bedroht sind Sie im Augenblick? Wie sehen Sie auch in die Zukunft? L'Italia sta vivendo un momento drammatico e temo che la Germania, guardando l'Italia, possa vedere il suo futuro.
E parlavamo prima che questa scelta del ministro Salvini di indossare la divisa è un atto di aggressione verso la democrazia. E una divisa della polizia non può essere di parte. E per quanto riguarda me, la protezione non è un privilegio, ma è un dramma. Non vedo l'ora di poter essere libero. Ma nel caso specifico mi viene detto: continua a parlare, ti togliamo la protezione. Insomma, sembra un ricatto. In ogni caso, con o senza, continuerò il mio lavoro sempre. Tja, wir haben vorhin drüber gesprochen. In Italien erleben wir leider gerade eine dramatische Situation und ich habe Angst, dass auch Deutschland da seine Zukunft sieht. Salvini wird ja jetzt in Polizeiuniform rausgeschickt und das ist für mich ein wirklicher Akt der Aggression gegen die Demokratie. Es darf kein Minister in einer Polizeiuniform gezeigt werden. Und dann möchte ich auch noch mal sagen, dass mir der Personenschutz, ich das nicht als Privileg empfinde, sondern das ist für mich ein persönliches Drama. Und ich werde weiterarbeiten, egal ob mit Personenschutz oder ohne. Und das wissen die auch. Martina, ganz herzlichen Dank für die Übersetzung. Und ich denke, dass dieser Preis, dass dieser wunderbare silberne Bär natürlich auch eine Ermutigung gerade für diese Arbeit ist, diese Arbeit, die hier geleistet wurde, auch mit dem Film Piranhas. Silberner Bär für das beste Drehbuch dieser Berlinale, für Maurizio Braucci, für Claudio Giovannesi und Roberto Saviano. Mille grazie. Eine große Ehre, dass Sie hier waren. Thank you so much.